Hallihallo, willkommen zurück zu Fallout 2 mit mir, Nico, diesmal Part 64. Und jetzt sind wir schon ganz schön tief in der Ölbohrstation der Enklave und haben bereits unseren Stamm getroffen, gefangen auf Ebene 2 und suchen jetzt nach einer Möglichkeit, da rauszuhauen. Den Präsidenten haben wir auch schon geredet, der verpfeift uns natürlich nicht. Jetzt gucken wir mal, was der Wissenschaftler hier zu sagen hat. You see Dr. Curling, Head of the United States Chemical Corps. Welcome to the Chemical Corps Section, Trooper. I'm Lieutenant Colonel Dr. Charles Curling. Now that we've been introduced, get the hell out of my lab. I'm not who you think I am. I'm Sunny from Arroyo and we've got something to talk about. Well, Sunny, I don't know how you escaped your cell, but I don't think we have anything to talk about. That's where you're wrong, a couple of times. You need to talk to me? Who are you and why should I spend time talking to you? I'm Sunny, and you better talk to me because I'm holding all the aces here. The finery sort of all tiny-minded primitives. It's so easy to see what separates you from real humans like us. You're so damn sure of yourself, aren't you? Shouldn't I be? Our research on the villagers clearly shows changes to their DNA. It's a natural result of all the background radiation. So what if our DNA is a little different? I don't know what that means exactly, but so what if I were a little different? Oh, your DNA is more than just a little different. It's quite different. If I weren't so pressed for time by the project, I'd be interested in running further tests on your people other than the FEV, toxicological study, of course. Fascinating work, really. How's our DNA different? There are a number of primarily very subtle changes. I haven't had time to look into the ramifications of the changes yet, though. Also, I'd have to backtrack to isolate your initial gene stock before I could hazard any ideas on the direction the changes are taking. All in all, though, the information is clear enough. What is clear enough? What information? Why, the information that you and your tribe are no longer human, of course, since your tribe has only been out of a vault, let's see, Vault 13, wasn't it, for some 80-odd years? Anyone out longer is certain to have been even more compromised. Yes, I'm afraid that the conclusion is unavoidable. Conclusion? What conclusion? Why, I thought that I had made myself perfectly clear. The conclusion that you and all your kind are no longer human. In order to retake the Earth and to maintain the integrity of the human race, all your mutants and will have to be destroyed. Destroyed? What do you mean? The project that the Enclave has dedicated itself to these past several decades has been the re-establishment of the human race upon the continental United States. God bless America. That doesn't sound as though it would take decades to achieve. Oh, just establishing an outpost wouldn't take long. We've already done that at Navarro, but it has taken a long time to work out a proper method for the eradication procedure. Eradication procedure? Why, yes, we can't move back to the mainland only to risk contamination by all of the mutated near-humans there. In order to make the United States safe for humanity, all of the mutants must first be exterminated. Exterminated? How are you going to do that? The FEV toxin. It's the perfect solution for the difficult problem. Okay, das ist das, was der Präsident uns auch schon erzählt hat. Toxin, one of our patrols found research data and several samples about the FEV virus in a former military research base that had been almost completely destroyed. Okay, now I know where you found it, but what does it do? The FEV was initially designed as a virus that was supposed to turn humans into super soldiers. That experiment seems to have been an utter failure, although I did try a modification of the virus on one of the Secret Service agents with some success. Ah, das war der gute Horizon. Den werden wir noch treffen. Great for you, but how does that have anything to do with eradicating everyone? Oh yes, well, I was getting to that. The FEV virus bond is species specific. It would only bond with human
glycoprotein. It only took a few years to tweak the FEV virus to take it to make it more lethal than it already was. The result was just what the doctor ordered, perfect in every way. Perfect? How so? Isn't it obvious, my mutated friend? The FEV is, thanks to me, a lethal toxin, and that makes the mysterious genius named rather dramatically the master. It only works on humans, mutated or not. So? That means that we have the perfect disposal device for all of the near-human mutants infecting the globe. I still don't understand how that's perfect. The FEV toxin will only attack humans, leaving everything else alive. Better still, within a month, all the mutants will be dead and the FEV toxin will die out as soon as it runs out of hosts. There can't be enough Viti birds. There can't be enough Viti birds here to spread the toxin all over the globe. You're right, there aren't. Don't need them, we have all a release system that will spray the FEV toxin straight from the vats to the outside atmosphere. The jet stream will take care of the rest. Global saturation within 2 weeks. Yes, 2 weeks for the virus to spread, another month or so for it to run its course, and then the United States will be ready for recolonization by real humans. Our species will have been saved. And you really think you're doing the right thing, don't you? Yes, I do. There is no price too high to pay for the survival of one species. I'd agree with you on that. Has it occurred to you that the mutants, as you call them, are just another type of human? That's preposterous. You're no more like me than a mutated two-headed cows like a normal heifer. If there were mono-headed cows at one time, they've long since died out. But the cow as a species has survived and grown stronger. Change is an integral part of the natural... I hadn't ever stopped to think about it that way. Please give me a minute while I think this over very carefully. That's okay, take your time, Doctor. It's a big concept to swallow. I hate to admit this, but you may be right. Yeah, speech skill, FTV. What we've been planning all along just isn't right. I was so blinded by trying to overcome the obstacles that I didn't think about the morality of my quest. Well, now that you've thought about it, you should destroy the toxin. That wouldn't work. Why not? Because they just start over. Even with me dead, there's enough data between here and Navarro to assure that they could replicate my work. Only something more drastic will be enough. More drastic? What do you mean? The enclave must be destroyed. Completely destroyed. If we're not, then we'll just pick up the pieces and start over somewhere else. I'm sorry to hear that, Doctor. How do you suggest that the enclave be destroyed? I think that the best way is to just release the FEV toxin into the air filtration system. Since the enclave is a sealed system, that should take care of everyone. What about my people or me? Or you, for that matter. I can release the antidote into the air system for all the cells. The detention level is served by a separate air system from the rest of the enclave. Everyone will think that I'm just running another test. You? I can inoculate directly, here and now. He reaches for you with a syringe. Ja, schlassen natürlich. Ouch, thanks, Doc. What happens when the FEV toxin is released? It's not pretty. You should leave as soon as possible. But I'd rather have the weight of 1,000 of my conscience than several hundred thousands. Our time is through here. We had our chance. How can I free my people from the detention area? You should probably shut down the power. I know that the reactor is controlled by a large computer near the reactor bay, but I don't know exactly what you need to do to shut the reactor down. Thanks for the information you've given me. Your sacrifice will be remembered by all the people of the Earth. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made a lamp make thee? Huh? Oh, just something I remembered from a long dead poet. I was wondering if there's still a place for those who've worked towards such a dark end for so long.
Our time is over. Yours has just begun. Get going. Okay. Thanks for all your help, Doctor. You're a brave man. Yeah. Ich frag mich ja, ob man diese Bombe irgendwie zünden kann. Vielleicht. Gut, jetzt haben wir mit dem Typen gelabert. Jetzt können wir nochmal nach unten gehen. So. Boah, ich glaube aber jetzt habe ich eigentlich alles. Alles, was ich jemals brauchen kann. Ah, vielleicht hat er noch Stimpaks. Die werde ich auch nicht mehr brauchen. Aber so viele gute Sachen hier. Ach, die nehme ich noch mit. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich noch mal was brauche. Hm. Researcher. Das sind alles Standardtypen. Powered Armor. The Balding Man in a Lab Coat. Okay, der scheint noch ein besonderer zu sein. See Mainframe. Computer. Oh, da kann ich gar nicht so einfach rüber. Guck ich erstmal hier. Don't panic anyone, don't panic. Okay, warning. Toxins released into air ducts. Okay, das schallt da anscheinend die ganze Zeit durch die Lautsprecher. Und die Typen warten jetzt langsam drauf. Okay, die nehme ich auf jeden Fall auch gerne noch mit. So, dann muss ich doch mal hier nochmal gucken. Wie komme ich hierher? Wo habe ich denn das gerade gesehen? Da war doch eben noch so ein spezielles Terminal. Hallo? Researcher, I feel sick. Oh no. I can see the light. I'm coming, mother. I feel sick. Was gilt es nun zu tun? Stairs up geht's dann nur. Der redet nicht mehr mit mir.
Didn't you notice the alarm? Get yourself into a clear area now. Okay. Citizen. Die fangen jetzt langsam alle an drauf zu gehen. I can't see who turned out the lights. Okay, die gehen jetzt langsam aber sicher alle drauf. Oh nee, da muss ich dann nicht etwa noch mal durch, oder? Ah nee, es ist ja jetzt offen. Okay, die gehen alle drauf. Und die Gefängniszellen sind gesichert, das ist gut. Hä, hey, aber hier geht's auch nicht weiter. Das Beste wäre natürlich, wenn meine Jungs jetzt am Ende noch sterben würden, weil die da oben rumstehen. Muss ich ja doch hier noch irgendwas machen? Gerade bin ich irgendwie ratlos. Wie ihr wahrscheinlich unschwer schon bemerkt habt. Uah. Die Typen in Power Armor stört es natürlich nicht. Die haben immerhin Luftfilter an. Ich kann ja eigentlich nur hier runter gehen. So die Frage wie. Nee. Das ist bestimmt irgendwas unten. Aber was? Irgendwo muss ich doch hier den Strom abschalten können. Die hat's auch schon alle umgehauen. Sehr schön. Ah, jetzt müsste ich mir aber eigentlich vom Präsidenten auch... Ey, warum leben die denn eigentlich noch? Mm-hmm.
You're back? What is it you want? Oh, that's a shame. Conversation with a genuine mutant like you? It'd certainly paint me a picture. Okay, okay, whatever you say, I'll just sit here quietly. It's, nice to meet you. Goodbye. Ah, die Sekretärin. Natürlich hat die auch nichts. Grausam. Ah, what to do, what to do? Da komme ich auch nicht durch. Aber was? Okay, die sind auch alle hinüber. Schön zu wissen. Schön, was wir alles dabei haben, aber... Hallo? Ey, irgendwie müsste ich doch hierher kommen können. Also gerade verstehe ich es echt überhaupt nicht mehr. Wo soll ich denn nur hin? Und warum stirbt der Präsident nicht an dem scheiß Virus? Kann ich ihn vielleicht bestehlen? Nö.
nicht mehr was dabei. Oh, jetzt habe ich ihn angegriffen. Das ist ja jetzt irgendwie... Irgendwo muss ich doch da reinkommen. Ich verstehe es wirklich nicht. Gucke ich nochmal ganz kurz nach irgendwie. Das ist ja kein Zustand. So, da bin ich wieder. Ich bin nochmal ein bisschen durch die Gegend ran, habe noch ein bisschen rumgeschaut irgendwie. Ich denke, man muss auf jeden Fall den Präsidenten erledigen und den Reaktor unten irgendwie sprengen. Da ich den einen Wissenschaftler, den ich nicht mehr, den ich eigentlich hätte überreden können dazu, das zu machen. Mit dem kann ich nicht mehr reden, weil der Alarm jetzt schon ausgelöst ist. Das ist ein bisschen doof. Also probieren wir erstmal... den Präsidenten zu sprengen. Ach Mist, jetzt hat er mich beim zweiten Mal noch... Wischt, ey. Beim ersten Mal hat es schon geklappt gehabt. Normal. Normal. So. Komm schon. Das haben wir schon mal geplantet. Aber wir wollen es total wissen. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Macht nichts. So. Okay, die sind jetzt alle hinüber. Schön. Hier irgendwie... der Mainframe. Power Plant Machinery. Oh, eben will es überhaupt nicht mehr. Oh, und ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich da jetzt das Ding kaputt machen soll. Kann ich hier wenigstens warten? Naja, warte ich mal kurz. Ey. Sollte der Kram nicht eigentlich hochgehen? You're back? What is it you want? Oh, that's a shame. Conversation with a genuine mutant like you. And it... Okay, okay, whatever you say.
Hat er das jetzt immer noch im Inventar oder was? Nö. Das hat einfach nicht geklappt. Das ist ja total super. Okay, jetzt ist er kaputt. So, und eine Sprengladung habe ich sogar noch. Das ist doch mal was Feines. Presidential Access Key. Den wollte ich haben. Ey, da ist er noch. Ich brauche dieses Ding. Komm schon. Irgendwie... Ach, toll, ja, jetzt habe ich den Access Key und was kann ich jetzt damit machen? Wo spreng ich den scheiß Reaktor? Does nothing. Cannot get there, science, cannot get there. Irgendwie muss ich unten was kaputt sprengen. Aber was und wie? Eigentlich würde ich ja gerne mal hier reinkommen. Aber es geht ja nicht. Da ist ein scheiß Elevator, von dem ich nicht weiß, wie ich hinkommen kann. Normal kann ich mit dem hier halt reden, dass er den Reaktor überlädt. Das geht jetzt aber nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, was ich da sonst noch machen könnte irgendwo. Log on. Jetzt habe ich die Defensive Systems hier ausgeschaltet, die überhaupt nicht vorhanden sind. Ich will aber den Reaktor überladen oder in die Luft sprengen. Okay, ich habe nochmal nachgeschaut. Und ich meine, man müsste es hier machen.
Oder hier. Ah. Ich probiere es einfach aus. Ja, das klang gut. You have destroyed the reactor, okay. Ah, so. Jetzt können wir vielleicht endlich... Oh, ich habe sogar noch mal ein Ding bekommen. Habe ich jetzt Sniper endlich? Nee, es geht einfach nicht. Ich glaube, ich habe nicht genug Luck. Ach, dann nehme ich... Pickpockets. Falls ich jetzt gleich noch viel und oft ins Inventar muss im Kampf. So. Präsident ist futsch. Die Tür ist offen. Jetzt muss ich nur noch rauskommen. Danke fürs Tür aufmachen. Noch 9,5 Minuten. Warning, complete reactor meltdown. Ja. So, dann höre ich jetzt aber auf und beim nächsten Mal gibt es dann endgültig das Finale. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bye bye.